Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Generalkonsulin, vielen Dank für die Einladung, der ich gerne gefolgt bin. Ich war schon mehrmals da und es ist mir eine Ehre, zu euch zu sprechen. Die Geschichte des 20. Jahrhunderts ist eine fast endlose Ansammlung von Völkermorden und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Manche davon, wie die Massenvernichtung der europäischen Juden oder der Sinti und Roma, sind weitgehend bekannt und dokumentiert. Bei den Pontusgriechen sieht das leider anders aus. So hat es bis 2016 gedauert, bis sich Deutschland endlich dazu durchringen konnte, den Völkermord an den Armeniern anzuerkennen. Im Falle der Vertreibung und des Genozids an den Pontusgriechen steht das bis heute aus. Zwar wurden bei der Anerkennung des Völkermordes an den Armeniern auch andere religiöse Gruppen erwähnt, gerade aber die Pontusgriechen wurden nicht ausdrücklich benannt. Und das muss sich dringend ändern. Weil das wird dem Leid und der Gewalt gegenüber den Pontusgriechen nicht gerecht. 2,5 Millionen Menschen wurden aus ihrer Heimat vertrieben, über 350.000 getötet. Das Deutsche Reich war im Übrigen durch seine Waffenlieferungen an die junge Türkei und durch die Beteiligung deutscher Offiziere am Genozid beteiligt. Am Rande sei hier erwähnt, dass die Firmen, die die Waffen für die Genozide in die Türkei geliefert haben, nie zur Rechenschaft gezogen wurden. Die deutsche Waffenfirma Mauser hatte damals massenhaft Gewehre und Munition an die Türkei geliefert. Rheinmetall, das die Rechtsnachfolge der Waffenfirma Mauser angetreten hat, erwähnt bis heute ihre Beteiligung an diesem Völkermord nicht. Deutschland muss sich da seiner Verantwortung stellen und sich entsprechend positionieren. Die Linke unterstützt die Forderungen der Pontusgriechen an die Bundesregierung. Die, um es höflich zu formulieren, zögerliche Haltung der Bundesregierung ist übrigens schnell erklärt. Man will ebenso wie im Falle der politischen Verfolgten Kurdinnen und Kurden und Aleviten die türkische Regierung unter Erdogan nicht verärgern. Man fürchtet, das NATO-Mitglied Türkei zu verbrellen und will die unsäglichen Flüchtlingsdeals nicht gefährden. Das können und wollen wir nicht akzeptieren. Auch heute dürfen keine Waffen an das Erdogan-Regime geliefert werden. Die Geschichte der Völkermorde lehrt uns eines, und das will ich in dieser Zeit besonders deutlich sagen. Sie sind kein Einzelfall, kein einmaliger Betriebsunfall, sondern sie werden geplant ausgeführt mit dem Ziel, massenhaft Menschen zu töten und sich die Gebiete einzuverleiben, die vorher von anderen bewohnt wurden, und die Reichtümer zu plündern, die anderen gehört haben. Heute stehen wir an diesem Mahnmal für die Opfer der Völkermorde, um der Toten zu gedenken und an ihr Leiden zu erinnern. Aber erinnern ist wohlfeil, wenn daraus kein Handeln erfolgt. Rassismus, Nationalismus und Militarismus standen und stehen an der Wiege jedes einzelnen dieser Verbrechen, das mit der Vertreibung von Millionen und dem Tod Hunderttausender endete. In einer Zeit, in der die extreme Rechte in ganz Europa in die Parlamente einzieht oder in manchen Ländern sogar die politische Macht erringt, ist die Erinnerung an die Völkermorde und der Verbrechen gegen die Menschlichkeit von zentraler Bedeutung. Wenn heute nicht nur in der Türkei, sondern überall in Europa Rassismus und Menschenverachtung in die Gesellschaft einsickern, wissen Sie alle sehr genau, was das in letzter Konsequenz bedeuten kann. Ich bin mir sehr sicher, dass Sie alle Geschichten aus Ihrer Familie, aus Ihren Vätern und Großvätern zu erzählen haben, die mit Leid und Gewalt verbunden sind.
Aus der Verantwortung für diese Geschichte wurde in Deutschland das individuell einklagbare Grundrecht auf Asyl geschaffen. Deswegen hat Europa die Menschenrechtskonvention unterzeichnet und damit Rechte für Menschen auf der Flucht geschaffen, die sie vor staatlicher und individueller Gewalt schützen. Diese Rechte sind bedroht wie seit langem nicht mehr. Und ich will es deutlich sagen, wenn heute wieder eine ähnliche Situation wie die der Pontus-Griechen zwischen 1914 und 1923 entstehen würde, dann würden die Betroffenen vielleicht in Deutschland keinen Schutz finden. So hoch sind inzwischen die Mauern um die Festung Europa. Wenn wir also am 9. Juni ein neues europäisches Parlament wählen, wird es auch darum gehen, wie Europa mit Menschen umgeht, deren Leben akut bedroht ist. Lassen wir sie im Mittelmeer weiter ertrinken, sperren wir sie in Lager mit Stacheldraht, berauben wir sie fundamentaler Rechte wie der Freiheit der Person, oder entscheiden wir uns dazu, dass Menschen und Grundrechte gelten, egal woher man kommt. Das ist meine Position. Es ist eine sehr bittere Erkenntnis und deswegen ist es von so zentraler Bedeutung, die Erinnerung an die Verbrechen wachzuhalten. Deswegen danke ich Ihnen ausdrücklich und Ihrem Engagement ganz besonders. Nur eine Gesellschaft, die sich ihrer Geschichte bewusst ist, kann aus der Vergangenheit lernen, um eine bessere Zukunft zu schaffen. Und ich werde mich weiter mit meinem Kollegen Takis Mehmet Ali dafür einsetzen, dass die Bundesregierung den Genozid an den Pontus-Griechen endlich anerkennt und sich als Rechtsnachfolgerin des Deutschen Reiches für deren Mitschuld und Mitverantwortung entschuldigt. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Gelb-schwarz. Gelb,